Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Pfeile habe ich so gut wie keine mehr, nur mit zwei Feuerpfeile. Hals habe ich keine mehr. Ich stehe jetzt hier vor dieser verlassenen Kirche oder wie der Typ das genannt hat. Dann gehen wir mal rein. Und wie ihr seht, ich habe eine Glut verwendet. Ich höre doch Viecher. So, was ich bisher gar nicht gemacht habe. Unsichtbare Wände. Forscht Siegmeier? Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift only with a... Okay, dann nehmen Siegwart. Siegmeier, Siegwart, und ich glaube, bei Hedy habe ich gesehen, es gibt noch Sieglinde. Wird versteckte Wände. Komm, hier muss doch irgendwo was sein. Nix. Gar nichts? Was sind denn diese ganzen geheimen Wände, wenn man sie mal braucht? Egal. Dann fahre ich mit dem Fahrstuhl eben nach unten. Die düstere Kathedrale oder Kirche. Die verlassene Kirche. Irgendwo versteckte Wände. Nein, nicht Hebel. In diesem Dark Souls überhaupt versteckte Wände? Wahrscheinlich schon. Komm, das sieht mir auch aus nach Bosskampf. Oder ne. Oder Moment, vielleicht doch. Wobei, dann wäre die Tür nicht offen. Muss doch irgendwo eine versteckte Wand geben. Irgendwo. Hier ist ein Shiny. La 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 la. Hier ist nix. Mein Ohr juckt extrem. Doof, warum ausgerechnet jetzt? Egal, dann gehen wir weiter. Ich dachte eigentlich, hier gibt es irgendwo versteckte Wände. Wobei ich aber auch nicht Lust, jetzt alles abzuklappern. Gut, ja, was ist. Ich habe mich voll in die Falle locken lassen. Was bist du denn? Ein Frierungsidiotikus. Ich will weg hier. Hau ab. Bist du hier durch? Kommst du nicht durch? Tralalalala. Ich habe aber nur mit zwei Pfeilen. Lalalalala. Beide Pfeile haben verfehlt. Oh, er kommt doch hier durch. Oh.
ist der Mini-Boss. Ja, der ist aber schnell da. Dreck! Ich muss auf offenem Feld gegen ihn kämpfen, sonst habe ich null Chance. Was macht Einfrierung überhaupt? Dauerschaden zufügen? Shit! Ja, na, geil! Der Gegner ist kacke! Schon wieder bin ich eingefroren. Der ist so scheiße! Jetzt reicht's! Verreck doch! 1600, gerade das Irithyl-Schwert. Toll, keine Flakons mehr. Ich wette, der kommt jedes Mal wieder. Ey, das Teil ist stärker als meins. Na gut, kritischen Treffer vielleicht nicht. Eisschwert. Oh, dumm, ich drücke immer das Falsche. Gerade Schwert der Expedition des Ritters der Nordwindtals. Diese von kalter Luft umgebene Waffe verursacht Kälteschaden. Die Ritter verwandelten sich schließlich in Bestien, die durch Hohepriester Sullivans schwarzer Glocke belebt und auch aufgestachelt wurden. Ich habe eine Eiswaffe jetzt. Vielleicht ist es so, dass vorher Gelangschwert so eine gute Waffe. Eventuell. Ja geil, aber selbst wenn, die bringt mir hier nichts. Weil ich würde ja noch mehr von denen rum. Ich hoffe, es war nur einer. Ein Wald. Ein Leuchtfeuer. Pfad der Opferung. Leuchtfeuer, ja. Ich werde dieses Schwert mal testen. Gleich hier und jetzt. Das ist nicht schlecht, das Schwert. Der Ding ist viel schwächer. Was ist denn das? Ein Krähenmonster. Und relativ schnell greife ich auch an. Nicht schlecht. Was soll das hier gut sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schau mal, wie ich dieses Schwert verstärken kann. Pfad der Opferung. Scheint aber jetzt ein ganz neues Gebiet zu sein. Also, ich muss sagen, Dark Souls 3 ist verhältnismäßig zum ersten und zweiten Teil einfach. Ich komme schnell voran. Es macht Spaß. Also, bisher ist von diesem berühmten Dark Souls Rage noch nicht viel vorhanden in Dark Souls 3. Aber das macht nichts. Es soll ja auch so bleiben, bitte. Waffe verstärken. Ich schärf das mal. Das geht gar nicht. Ein Funkeltitanit brauche ich. Das ist schlecht. Ich habe keinen. 67, wow. Die Waffe ist stark, aber die kann ich nicht nutzen. Die kann ich nichts kaufen. Funkeltitanit kann ich nicht kaufen, oder? Ja, den hätte ich gern. Turmschlüssel. Auch 20.000. Früher oder später werde ich den kaufen.
Definitiv. Das ist ein anderer Typ. Der da. Nee, da sitzt keiner. Der ist auf der anderen Seite. Vielleicht weiß der, wie ich an viele Seelen komme. Fret not, my feet are, for I am a lord. Landung so. Ja. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. See better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transfers to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Und dann beginnen. Mira Großschwert. Puh, ist der stark. Für verdammten Großholz. Wort ist im Nordwindtal. Kriegerin hält TP mit Folgeangriffen. Fort vom Nordwindtal. 176, sehe ich das richtig, aber Stärke 30, wow. Was ist das, ein Speer? Kann ich aber auch noch nicht nutzen. Warte, warum ist der so mächtig? Ich wette, damit greife ich arschlos langsam an. Null Seelen. So, zum Kaufen oder wie? Muss der einfach nur eine Seele geben. Mira Großschwert. Die Waffe, wow. Ich wette, damit bin ich so langsam. Gerne TP mit Folgeangriffen. Das wäre ja interessant. Pontiffs linkes Auge. Aber der Streitkolben, der wird mich schon reizen, weil der ist sau stark. Auch wenn ich ihn nicht nutzen kann, ich habe Stärke 30. Wow, das wird ewig dauern. Ich nehme den. Sorry. Treat the Firekeeper not. Ups, jetzt habe ich den weggedrückt. Naja. Mit dieser Eiswaffe scheine ich ganz gut zu sein bisher. Auch wenn ich Funkelzitronen brauche, was eigentlich idiotisch ist, aber egal. Pfad der Opferungen. Ich hoffe, ich bin nicht derjenige, der geopfert wird. Das wäre natürlich blöd. Hallo Maske. Halo Maske. Oder die förstliche Maske. Hallo. Das ist die Hallo Maske. Und ein Dolch. Den Teil greife ich so an. Naja. Ich kann es ja mal versuchen mit der Waffe. Vielleicht bin ich damit ja ganz stark. Du da. Ja, die macht nicht wenig Schaden. Krallendämon, Großklinge. Dolch, der den Unterdrückten gehörte, die sich durch die ketzerischen Geschichtenerzähler haben leiten lassen. Ein recht großer Dolch mit großer Angriffskraft, trotz seiner schon albern übertriebenen Größe, verbreitete Angst und Schrecken. Fertigkeit toter Winkel. Eine Fähigkeit, um Schilde
von Feinden zu durchbrechen und für das Satan zu greifen. Ein lächerlich großer Dolch. Ah, damit kämpft man so. Nicht schlecht. Ich mag diese Kampfart, aber ich kann damit nichts anfangen. Leider. Gut. Geronimo! Ey, zerschnitzelt. Das Teil kann man aufhören zu schreien, das ist ja ekelhaft. Ich hätte auch hier runtergehen können, ach egal. Ich frag mich, wie die reagieren, sobald da mehrere kommen. Bekannter Reisender. Was ist das da vorne? Ich habe keine Pfeile mehr, verdammt. Geronimo! Okay, ich glaube, das war doof, die anzugreifen. Ich hoffe, sie sind nicht schnell. Ich hoffe, sie sind nicht stark. Ich hoffe, sie können gar nichts. Also können fliegen. Das ist natürlich doof. Okay, schnell sind sie schon mal. Bitte fall runter, sei doof. Oh nein, die sind echt schnell. Okay, der ist jetzt dort. Da hinten buggt irgendwie rum. Ja, bleibt auch so buggy. Das heißt, sind zwei. Ne, es ist einer. Und ein bisschen Heilung für zwischendurch. Kann nicht schaden. Aber da vorne war doch noch ein Vieh, oder nicht? Ja, das da. Was ist das? Ich bin zum Krähenmagier. Sei ruhig! Ich höre doch einen, ich bin nicht taub. Da. Hat er seine Kumpels wiederbelebt? Oh, ich kann euch backsteppen, geil. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber egal. Das Eisschwert ist gar nicht schlecht. Der Degen hat mir bisher echt gute Dienste geleistet, muss ich schon sagen. Der Degen ist eine tolle Waffe. Aber das Eisschwert, das ist wow. Das haut auch gut rein. Jetzt habe ich zwar einen Degen umsonst verschärft, aber egal. Wenn ich da unten lande, bin ich tot, oder? Höchstwahrscheinlich. Da hinten ist ein Shiny. Oh. Da runter. Oder wie? Ah, da hinten bewegt sich doch noch wer. Ah, das Vieh. Das kann ich nicht erreichen, oder? Nee, da komme ich nur von da oben hin. Der wartet doch nur auf mich, der Knecht. Ich würde ihn gerne mit einer Brandbombe oder so runterschießen. Ja, war ja klar, dass das nicht funktioniert. Banditenaxt. Was ist das da? Das ist ein dickes Schwert. Du bist ein Mensch? Shit! Könntest du mal aufhören? Nein! Warum kommen hier normale Hanseln? Was auch immer du machst. Oh nein, ich glaube, du hast deine Waffe verschärft gerade. So, dann hau ich ihm so drauf. Aha.
1500, nicht schlecht. Schlachtermesser. Das Vieh ist hier unten. Schlecht. Das kann nichts erledigen. Das kann nichts tun. Schlachtermesser. Oh mein Gott. Hat das nicht Mildred, die wilde Mildred, da aus dem Sumpf gehabt? Axt der Ehrenfrau, die den Pfad der Opferung heimsucht, hat eine ungewöhnlich große Klinge, regeneriert Terpin nach erfolgreichem Angriff. Es heißt, sie sei ursprünglich eine Bewohnerin der Untotensiedlung gewesen, wo sie den Geschmack und den Genuss von Menschenfleisch kennenlernte. Fähigkeit Schärfe. Mit der Schärfe der Klinge erhöht sich die durch erfolgreichen Angriff regenerierten TP. Okay. Klingt nicht so schlecht, aber ich bleibe lieber bei meiner aktuellen Waffe. Ich kam von da unten. Eine verrückte Frau, die Menschenfleisch gegessen hat. Banditenuniform. Geht's ja auch noch weiter. Banditen. Doppelkurzschwert. Doppelkurzschwert? Kämpfe ich damit zwei Schwertern oder wie ist das gemeint? Ein paar Kurzschwerter von Straßenräubern aus einem anderen Land. Eine Paarwaffe. Bei Waffenpaaren wird in jeder Hand eine Waffe geführt. Dies ermöglicht verschiedene Angriffsvarianten. Ah, wieder so eine Moment-Taste, ich kann da. Ne, kann ich nicht. Naja, egal. Ein interessanter Wald ist hier. Ein äußerst interessanter Wald. Und wenn es nicht schon so spät wäre und ich nicht schon dementsprechend müde wäre, würde ich ja weitermachen, weil das Spiel zieht mich in seinen Bann. Mal wieder. Dark Souls schafft es jedes Mal aufs Neue. Umlang? Nee, oder? Und was lebt hier doch noch? Das Blöde ist, wenn ich hier kein Leuchtfeuer oder so finde, dann muss ich weiterspielen. Oh mein Gott! Komm her! Oh nein, die wachsen gerade Flügel, das ist doof. Du bist ja schon da. Was macht das? Kann der die Viecher wiederbeleben? Dann nur aufwecken. Schon gut, schon gut. Nein, ein Rotauge. Weg! Lass mich in Ruhe. Da war aber noch einer, ich habe ihn gesehen. Und er ist gerade gestorben, glaube ich. Sag mal. Komm ich zu dir hoch, ich werde dich killen. Nein, du Arschgesicht. Das war total unfair. Jetzt den ganzen Weg da wieder hinlatschen und der eine lebt ja bestimmt. Moment. So weit ist das vielleicht gar nicht weg. Ihr seht mich trotzdem, wenn ich wieder da bin. Moment. So, ich bin wieder zurück. Hier an besagter Stelle. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich wieder sterbe. Und ich habe mitbekommen, die Viecher können nicht wiederbelebt werden. Das sah nur so aus.
Weil ich offensichtlich irgendeine Krähe vergessen habe. Sein Schrei kann einfach nur die Krähen wecken. So sieht's wahrscheinlich aus. Und ob die so wirklich fliegen können, weiß ich auch nicht. Oh, jetzt sind sie zu dritt. Schon gut, schon gut, schon gut. Oh shit. Stimmt, ich kann ja nirgendwo hinflüchten. Oder doch, vielleicht doch. Da nach unten. Oh, das Vieh fällt gerade nach unten. Super, danke. Jetzt reicht's. Mistvieh. Sonne 2. Ich habe doch 3 angegriffen, oder nicht? Er schreit nur, du bist jetzt ganz alleine. Boom! Fall nach unten. So, weg mit dir. Blut, ja, und du bist tot. Aha, ha. Alles klar. Außer also diesem Weg hier gibt es noch einen Weg. Immer zu Hause. Oh, ein Leuchtfeuer. Und ein Haufen Typen. Ich hoffe, er tut mir nichts. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora. Unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Okay, du bist eine Frau. Könnte ich nicht wissen. Hallo. Der blaue Wächter. Der murmelt mich nur komisch an. Okay, da vorne geht's offensichtlich weiter. Das ist gut. Da hinten war auch noch ein Weg. Ich habe gerade so schön viel Seelen. Ich werde mal leveln. Ich muss sagen, dieses Eisschwert ist ziemlich gut. Ich glaube, das war's dann auch für heute. Weil jetzt ist es jetzt 2:30 Uhr morgens und ich bin müde. Müde bin ich. I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Ich dachte, du bist die Person, die dich levelt, aber da habe ich mich wohl verguckt. I doubt we've much to gain from blessing of the moon. Wo sind denn die anderen? Da! Welcome home, I should speak. Very well. Then touch the Hignarin. Kann ein Level verteilen. Ich nehme Vitalität. Wird total viel Lebenskraft haben. Muhahaha. Jetzt schon so viel. Schön.
Das Eisschwert mag richtig gut sein, aber ich kann es nicht aufstocken, leider. Und von Degen fehlen mir kleine Titanitschirme und hierfür fehlt mir ein Funkeltitanit. Sonst wäre die Waffe echt gut. Schade. Ich mache immer noch eine schnelle Rolle, obwohl ich so leicht ausgestattet bin. Moment, Pfeile! Wer hat die Feuerpfeile nochmal? Mein Kumpel da unten. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Hast du noch was anderes, was ich kaufen kann? Brandpfeil. Ja, offensichtlich nur die Brandpfeile. Da kann ich nicht viel von, nur 14. Moment, ich hab Seelen, genau, die kann ich einsetzen. Sind zwar nicht allzu viele, aber besser als gar nichts. Ja, ich mag den Part etwas länger. Oh Mann. Na gut, dann kann ich mich eh schon verabschieden, weil ich werde die Seelen verbrauchen und dann werde ich mir Pfeile kaufen. Das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.